Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Foxtail. Ich bin Perudo und wir sind bei unserer lieben Oma angelangt und wir sollen eine Tasse Tee holen. Erstmal schauen wir uns hier ganz gemütlich um und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns erstmal hier die Uhr anschauen. Es sieht aus, als wäre es hier so 5:30, 20 vor 9 und das haben wir tatsächlich 20 vor 9. Eventuell ist das hier sogar die richtige Uhrzeit. Das wäre also wirklich ein wahnsinniger Zufall, wenn das keine Systemzeit wäre, weil wir haben, wie gesagt, gerade 5:30, 9. So viele Süßigkeiten. Oh, ich habe einen Bonbon mitgenommen. Sehr schön. Lecker. Okay, wie oft können wir das machen? Also, okay. Ich habe schon ein Zuckerl von jeder Farbe. Okay. Das ist die Pastete bestimmt. Omas Hähnchenpastete. Nichts mundet mir mehr. Okay. Hähnchenpastete ist die leckerste Pastete. Hähnchenpastete. Okay, hier haben wir schöne Blumen. Ach, guck mal, die nimmt einen Rucksack und das mache ich auch manchmal, wenn ich beim auf den Zug warte am Bahnhof. Pfui, Geranien. Es zwingt dich doch niemand daran zu riechen, Schätzchen. Ja, meine Oma hat auch mal keine Geranien gepflanzt, deswegen muss ich so lachen. Aber sie hat es wirklich sehr schön gemacht. Sie hat immer so eine Mischung aus hängenden Geranien und die stehenden Geranien gemacht. Und 1, 2, 3, 4 Blumenkästen hatte sie. Sie hatte wirklich einen sehr schmalen, aber sehr breiten Balkon. Also nicht sehr tief, sondern sehr lang. Ne? Also wie man es nimmt, breite Länge. Ja, so. Gucken wir mal die Oma. Ne, mit der Oma können wir sprechen. Sehr schön. Hier können wir reinschauen. Oh. Was haben wir denn hier alles? Ein Buch mit einer 3. Ein Buch mit einem Emblem. Das können wir mitnehmen. Okay. Können wir uns das dann auch mal anschauen? Schöpfung der Welt. Okay. Ein Fisch, wahrscheinlich so eine Art Tonkrug. Was haben wir hier? Eine Flasche mir unbekannter Flüssigkeit. Sonst sehe ich da nichts. Okay, was ist da dahinter? Na, was haben wir denn da? Chips. Knöpfe. Nein, ach, das war zu früh. Entschuldigung. Ein Glas. Das kann ich mitnehmen. Sehr gut. Das Glas ist völlig leer. Er lädt noch. Achso, ich muss das bestätigen. Ja, wir können gleich auch mal in die Einstellungen gehen. Da sehen wir ein paar Möglichkeiten, was wir mit der Steuerung machen können. Das finde ich sehr schön gemacht. Okay, benutzen. Aber ich kann nicht irgendwie... Warte mal, vielleicht können wir schon die Süßigkeiten irgendwie da reintun. Ne, geht nicht. Okay, ja, hätte sein können. So, ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Die Flasche können wir uns mal anschauen. Darauf steht, Fenja, nimm das zweimal wöchentlich ein. Okay. Eventuell können wir es später nochmal mitnehmen. Wir gucken nach links. Okay. Oh, die Dose ist leer. Oma, hast du noch irgendwelchen Tee oder Kaffee? Meine Güte, das hatte ich ja ganz vergessen. Ah, tja, ja. Och, geh doch bitte nochmal los und hol ein bisschen was vom alten Korsak, ja? Er ist wahrscheinlich ein Meister, was Kräuter sammeln und Teemischungen anbelangt. Ich weiß noch, sein Bau liegt doch unter der Eiche. Da sind mir früher all meine roten Haare zu Berge gestanden. Okay, die alte Eiche, müssen wir uns merken? Mach dich nicht lächerlich, so unheimlich ist er doch gar nicht. Meinst du vielleicht? Kennst du den Weg noch? Damals warst du noch ein ganz kleines Füchslein. Aber klar doch. Na, worauf wartest du dann noch? Husch, husch, bevor die Pastete noch kalt wird. Wir haben doch schon ein Stück mitgenommen. So, wir gucken uns aber nochmal das Teeservice an. Okay, wir nehmen es direkt mit. Sehr gut. Oh, ich habe doch schon eine. Na gut. So, da oben haben wir noch was. Das ist zu hoch. Buchstäblich. Okay. So, oh, Bilder. Das sind Fotos von Opa mit seinem Flugzeug. Sein gesamtes Leben hat er damit zugebracht, um die ganze Welt zu fliegen. Okay, haben wir noch mehr Fotos, oder? Die Pilotenuniform steht ihm.
Okay, gut. Hier, Teppich, Kaktus. Stimmt, mit der Oma müssen wir noch reden. Da sind auch noch Fotos. Ein Foto von Oma und Opa, als sie noch jung waren. Ja, er ein stattlicher Pilot und sie ein hinreißendes, zierliches Mädchen in weißem Gewand. Eventuell die Hochzeit sogar. So, jetzt schauen wir mal. Reden wir mal mit Omi. Vielleicht erfahren wir noch ein paar Informationen, außer dass wir Tee sammeln sollen. Okay, tschüss. Opa, Korsak, die Brandruine. Fragen wir uns erstmal, was mit Opa Susi auf sich hat. Oh, wie ich Opa vermisse. Ist es auch Jahre her. Mir ist, als sei es gestern gewesen, dass wir in seinem Schuppen gewerkelt haben. Stimmt, du hast ganze Tage da drinnen verbracht. Hast Schifflein und Flieger gebastelt. Und sie dann drüben im Sumpf ausprobiert, vom Nest aus. Okay. Oh, es ist ausgegraut. Sehr schön, das mag ich immer gerne bei Adventures. Korsak. War Opa mit Korsak befreundet? Jawohl, sie waren schon Freunde seit unserer Jugend. Haben miteinander studiert. Sind nach dem Unterricht oft Bergsteigen gegangen, stets auf großer Mission. Und dann hat sich Korsak in seinem Bau eingefärcht, hat sich nur noch in Kräuterkunde vertieft. Dein Opa ist ihn noch eine Zeit lang besuchen gegangen, kehrt aber stets mit mieser Laune zurück. Okay. Mhm. Ciao, die Brandruine. Ich habe dich eigentlich noch nie gefragt, aber hast du eine Ahnung, wem das niedergebrannte Haus am Dorfrand gehört hat? Da hat mal Korsak gewohnt. Hast du das denn nicht gewusst? Nach dem Feuer ist er dann endgültig in seinen Bau gezogen. Aha, vielleicht finden wir da noch etwas von den Kräutern. Ich probiere nochmal ganz kurz eine schon abgewickelte Konversation aus. Mal sehen, ob da noch was Neues kommt oder tatsächlich ausgegraut heißt, was es eigentlich sein sollte, ausgegraut. Ja, okay. Gut, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Charakteranimation ist sehr schön. Gut, gehen wir mal in einen anderen Raum. Wir haben ja quasi eine Quest, eine Mission. Oh, hier ist aber sehr dunkel. Machen wir mal Fenster auf, geht auch nicht. Hier können wir nichts... Nein, hier können wir nichts anmerken. Oder benutzen. Okay. Die Fotos auch nicht. Hä? Da steht hier die Oma. Hallo Oma. Okay, haben schon alles erzählt. Das haben wir. Aus dem Fenster gucken. Jenseits dieses Fensters gibt es nichts als dichten Wald. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das hier? Sessel? Opas Lieblingssessel. Wie oft er da drin gesessen ist und mit mir zusammen Zeichentrickfilme geschaut hat. Okay. Das waren noch Zeiten. Ja. Okay. Das waren wirklich Zeiten, Kaktus. Was haben wir da? Eine Brille? Okay. Lea, warte noch kurz, mein Sonnenschein, bevor du gehst. Ich habe hier noch etwas für dich. Bin mal gespannt. Also, wo habe ich ihn nur hingepackt? Ach, da. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kriegen wir denn von ihr? Ein Schlüssel. Aha. Opa hat dir diesen Schlüssel hier hinterlassen. Er bat mich, ihn dir zu übergeben, sobald du ankommst. Hat er auch gesagt, wofür der Schlüssel gedacht ist? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, da wirst du schon irgendwie selbst drauf kommen. Na gut, ich werde mich mal in der Werkstatt umschauen. Danke, Oma. Nun, ich gehe dann mal meines Weges. Komm bald zurück. Auf jeden Fall. Jo. War schon sehr erfolgreich. Wir haben schon einiges hier eingesteckt. Rotes Zuckerl, blaues Zuckerl, gelbes Zuckerl. Sind wir in Bayern oder was? So, Hähnchenpastete, einen Schlüssel, leere Teetasse. Ja. Gut. Wir können mal versuchen, ob wir vielleicht etwas Wasser einsammeln können. Ich kann ja später noch Wasser trinken,
aber nicht gerade jetzt. Okay, es verfärbt sich also sehr schön wie bei, ich glaube, der Tentacle war das. So. Gehen mal des Weges hier lang. Oh. Eine Axt. Hui, die Axt steckt aber ganz schön fest im Scheit. Ja, können wir wahrscheinlich irgendwann rausholen. Da ist wahrscheinlich die Werkstatt, würde ich sagen. Ach, die Musik ist so episch, so ein bisschen. Also es ist wirklich gemütlich. Erinnere mich ein bisschen an die Rollenspielzeit damals. Pen und Paper. Boah, da werden ja Kindheitserinnerungen wach. Meine allerliebste Lieblingswerkstatt. Okay, dann war das doch nicht die Werkstatt in den Keller. Ich denke mal, da können wir schön viele Sachen jetzt hier schnappen. Wir fangen einfach mal hier beim Werkzeug an. Opas Werkzeuge. Er hat sie immer ganz ordentlich verräumt. Es scheint aber einiges zu fehlen. Okay, hier so ein Hammer, oder? Das sieht so... Ah, okay. Die Fuchsscheid hat immer schon vom Fliegen geträumt. Ach, die Fuchsheit. Oh Gott. So, ist man gar nicht mehr gewöhnt, so viel zu lesen. Ne? Meistens ist es ja vertont und... Wozu sie denn anschalten? Es ist doch hellichter Tag. Ja, das stimmt wohl. Gläser und Flaschen leer und nutzlos. Okay. Was haben wir da? Ein Radio? Ein altes Radio. Opa hat es immer zu reparieren versucht, doch immer vergebens. Ja, vielleicht ist das auch unsere Aufgabe. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Schublade des Schreibtisches. Die Schublade ist abgeschlossen, dafür brauche ich einen Schlüssel. Aha, da haben wir doch einen. Die auch abgeschlossen? Ne, die ist offen. Das ist Opas Messer. Das weiß ich noch. Okay, das sieht aus wie ein Schweizer Messer. Was haben wir hier? Eine Truhe. Aha. Dieser Mechanismus sieht aus, als fehle ein Teil. Okay. Hä? Das erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo man da so diese Figuren drehen musste. Okay. Okay. Was ist das hier? Okay, da verlassen wir die Szene. Auf jeden Fall fehlt irgendwas, haben wir eben festgestellt. Ein Haufen Kartons. Welch eine Unordnung, einfach unter den Tisch gekehrt. Ja, das kenne ich von zu Hause auch. Okay. Eine ganz normale Tischlampe. Hatten wir schon. Was haben wir hier? Eine Öllampe. Hui, eine echte Laterne. Nehmen Sie mit? Jawohl, sehr schön. Schade nur, dass ihr sowohl Öl als auch Docht fehlen. Tja, immerhin kein Benzin. So, was haben wir hier Schönes? Eine Dose. Nimm es einfach mal mit. Ja, das ist eine gute Idee. Nehme ich einfach gleich mal mit. Was haben wir hier drin? Oh, warte mal. Was heißt das denn hier? Öllampe ohne Docht und Öl nur Öl. Okay. Blechdose. Öl. Okay. So hieß. Dieses Modell hat Opa niemals fertiggestellt. Was ist das? Ist das, das ist so ein Vogel oder sowas? Und hier haben wir, ich habe keine Ahnung, wofür er diese Steine da brauchte. Vielleicht Feuersteine? Aber sie unter die Lupe zu nehmen, hat mir immer als Kind sehr viel Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wofür die Steine wohl da brauchte. Okay. Waren wohl ein Geschenk oder ein Souvenir. Eine Schmetterlingssammlung. Und das hier. Opa hat einfach alles gesammelt, was irgendwie mit dem Fliegen zu tun hatte. Hm. So dann. Schauen wir mal kurz, ob wir irgendwas vergessen haben, uns anzuschauen. Das sieht ja ganz gut aus hier. Da stöbere ich nicht drin herum. Ein Haufen Kartons. Gut. Ja, die war da, glaube ich, abgeschlossen. Genau. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir den Schlüssel zu benutzen, hier in dieses Schubladenelement. Eventuell passt der Schlüssel oder auch eventuell nicht. Das wissen wir nicht, aber das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Dankeschön fürs Zugucken. Bis dahin, macht's gut, euer Perudor.